Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu eurem Sandmann. Ja, die zweite Mod-Vorstellung für heute. Und zwar der John Deere. Okay. John Deere 3765. Ein Schwarthäcksler. Gezogener Schwarthäcksler. Ja, an für sich, man könnte ihn noch überarbeiten. Er soll auf alt gemacht sein. Von weitem sieht er auch wirklich gut aus. Mit hier und da Flecken und Dellen und nachlackiert. Aber allem in allem, Textum oder sag mal so, es sieht noch alles sehr seltsam irgendwie aus. Sind wir ehrlich drin? Ja. Aber das Wesentliche, denke ich, ist oder soll, dass er funktioniert. Das werden wir jetzt auch mal ausprobieren. Man kann einen Anhänger hinterhängen. Und doch, funktionieren tut er. Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Gut, er belädt jetzt nicht unbedingt gleichmäßig, also zu gleichmäßig. Die Füllplane ist extrem gleichmäßig, wie man sieht. Was ja im LS 15 mittlerweile, 17, das geht mir auf die Nerven. Nicht mehr der Regelfall ist. Die Überladtextur finde ich persönlich in Ordnung. Alles in allem finde ich das Fahrzeug eigentlich in Ordnung. Es ist halt etwas sperrig damit zu fahren, aber zumindest im Arbeitsmodus. Aber das ist okay an für sich. Der durchschlagskräftigste ist er natürlich jetzt nicht, wenn man bedenkt, wie klein der Hänger eigentlich ist. Okay, werde ich mir gleich auch nochmal genauer angucken. Im aufgeklappten Zustand, weil ich habe gerade was bemerkt. Hänger ist ja voll. Ja, eigentlich ist er für die Ackerschiene. Nicht wie auf den Kugelkopf. Und wir wissen ja, durch das Absetzband, durch das Förderband, den Absetzer, dass es Ackerschiene geht. Zapfwelle ist klar. Okay, aus der Innenperspektive sieht das aus, als wäre der drüber. Aber nein, der ist voll im Zugmaul drin. Es ist eine schöne Sache, wenn er nochmal überarbeitet wird, der gezogene. Der Feldhäcksler für kleine Höfe. Auf jeden Fall. Wer jetzt sagt, okay, komm, ich finde den so noch in Ordnung. Ich lade mir runter, ist voll und ganz okay. Sache für auf der All Streams Map. Könnte ich mir vorstellen, dass der relativ gut ist. Wenn man mit mehreren spielt. Oder kann man auch den Helfer aktivieren? Nein. Oder? Nein. Es gibt keinen Helfer. Gut. Jetzt klappt man den mal ein. Damit ihr auch seht, wie der im gezogenen Zustand aussieht. Also man muss schon relativ sachte damit fahren. Aber das war es auch schon mit dem John Deere, mit dem gezogenen Feldhäcksler, mit dem gezogenen Schwarthäcksler. Halt, das war's noch nicht. Wir gehen noch in den Shop. Anschaffungskosten habt ihr 15.300, kostet euch 45 Euro am Tag. Das kann ich nicht ganz verstehen. Ja, kann ich nicht verstehen.
Also dieser Mod kann scheinbar alles häckseln. Das könnte man auch einfach rausfinden gerade. Finden wir es einfach mal raus. Und ich persönlich kann es nicht verstehen, wenn er wirklich alles häckseln könnte. Kaufen wir das einfach gerade. Ihr wisst ja, das ist irgendwie mein Lieblingsfeld, wenn es darum geht. Ja, nee. Kann er also nicht. Das ist schon mal meiner Meinung nach schön. Ist halt ein reiner Schwarthäcksler an für sich. Das war's aber zu dem Schwarthäcksler von John Deere. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Sandmann. Tschüss.